kommt Kaiserslautern. Jetzt nochmal zurück. Noch war Zeit, aber die Mittel dann doch sehr begrenzt. Spielerisch arme Teufel. Was für ein Ballverlust von Sandy. Und das ist der eingewechselte Ivan Zajenko. Gegen Plejc, spielerisch leicht. 1:3 die Entscheidung. Ivan Zajenko. Unter dem alten Trainer Wolfgang Wolf saß er zuletzt nur auf der Tribüne. Neuer Trainer, neues Vertrauen, neues Glück. Das waren jetzt lautere Auflösungserscheinungen. Und mittendrin Michael Henke. Und dabei blieb es. Nürnberg gewinnt 3:1 auf dem Betzenberg. Der Einstand von Hans Meyer ist geglückt. Danach muss Sven Müller sofort raus. Stefan Kiesling mit 6 Treffern, erfolgreichster Clubschütze, kommt. Jetzt also 3 Spitzen, volles Risiko beim Abstiegskandidat. Kurz danach Madawikia mit einem Befreiungsschlag direkt auf Polak. Der Tscheche sucht den Russen Zajenko und plötzlich steht es 1:1. Nur 2 Minuten nach der Hamburger Führung, alles wieder offen. Ivan Zajenko mit seinem 3. Saisontor. Und wieder hilft der Gegner mit. Boularus fälscht entscheidend ab. Kein Eigentor zwar, aber Wächter dadurch ohne jede Chance. Beide Teams ohne ihre besten Angreifer. Klimovic ist bei Wolfsburg gesperrt. Nürnbergs Kiesling wird an den Mandeln operiert. Der Club wieder über rechts. Wieder mit Reinhardt. Wieder die Wölfe im Tiefschlaf. Und schon wird's bestraft. Ivan Zajenko. Der Russe mit dem 1:0 in der 16. Minute. 17.000 freuen sich. Nürnberg nutzt die traditionell großen Lücken der Wolfsburger Hintermannschaft. Sowohl Quiroga als auch Alex verlieren innen den Überblick. Und ein bisschen Glück für Ivan Zajenko bei seinem 4. Saisontor. Dann schenkt Gramotzes den Ball her. Immer wieder diese individuellen Aussetzer bei Köln. Schrot, super Pass auf Zajenko. Der ist viel schneller als Kullmann. Und das macht er ganz groß. Ivan Zajenko, 1:4. Alles klar. Zajenko und Wittek machen einen verletzten Mintal vergessen. Super Offensive bei Nürnberg. Alex Bade bekommt hier den 4. Ball auf seinen Kasten. Er hielt keinen einzigen. Schäfer machte heute den Unterschied. Nur 2 Minuten später. Jan Polak, der Tscheche. Pinola und Zajenko mit viel Platz. Ivan Zajenko, die frühe Führung für den 1. FC Nürnberg. Die Mainzer in dieser Szene überhaupt noch nicht organisiert. Zajenko völlig frei. Und dann macht das der Russe richtig stark. 6. Saisontor für Ivan Zajenko. Nur Wittek und Kiesling waren beim Club bislang erfolgreicher. Zajenkos Stärken kommen hier eindrucksvoll zum Tragen. Seine Schnelligkeit und seine feine Technik. Mensch, Gladbach, bislang nur einen Auswärtssieg gelandet, aber die Klubberer machten Druck. Kamen mit Robert Wittek gegen Philipp Dahms. Was macht denn der Wittek da? Er wartet und wartet und dann der Ball für Zajenko und er macht das Tor dann ganz cool. Welch eine traumhafte Co-Produktion. Zajenko der Vorbereiter, Zajenko der Torschütze, Wittek der Vorbereiter.
Wittek der Torschütze. Dieses Duo ist zurzeit einfach gigantisch. Darms greift nicht entscheidend ein, zu zögerlich, zu zahm. Und dann der Blick, das Warten für Kumpel Zajenko. Ohne Sieg gewesen. Und wäre nicht die 86. Minute gewesen, es hätte Nürnberg zumindest für einen Punkt gereicht. Aber Ivan Zajenko, 4 Minuten vor Schluss, sein 8. Saisontor, gleichbedeutend der 2:1 Siegtreffer für die Nürnberger. Die holten 24 Punkte im heimischen Stadion in der zweiten Saisonhälfte. 7. Heimsieg in Folge, Vereinsrekord. Ein toller Abschluss einer Saison, die die beste in Nürnberg war seit 14 Jahren. Vor allem auch dank Hans Meyer und natürlich Robert Wittek. Es wartet noch viel Arbeit auf Armin Fee, solange er noch weitermachen darf. Denn eine große Lobby hatte er in Stuttgart noch nie. Und die ist nach diesem Auftritt definitiv nicht größer geworden. Ganz anders der Club, ein Konter wie aus dem Lehrbuch. Zajenko, Banovic, Zajenko, ein Blick, ein Strahl. Der passte genau, 3:0. Blitzsauber rausgespielt und Banovic mit seiner 3. Torvorbereitung. Sehr zur Freude von Hans Meyer. Perfekt gespielt. Zunächst die Balleroberung, dann der Riesenantritt von Zajenko. Blick links, Blick rechts. Die beste Option ist auf der linken Seite. Banovic mit richtigem Timing. Und das Ding saß präzise, wie es präziser nicht geht. Das Duell der Remis-Könige steigt in Frankfurt. Die Eintracht vor der Partie 6 unentschieden. Christiansen an Polak, der ist eingewechselt. Genau wie Benko. Und das ist Zajenko. Tor für Nürnberg. 3:2. War da was mit einer Stürmerkrise? Jetzt hat auch der 3. Angreifer getroffen. Bislang nur ein Tor pro Halbspiel und dann das. Nürnberger Offensiv-Renaissance gegen eine Schlafmütze gegen der Mannschaft der Leverkusener. Butt irrt da auch ziemlich durch den 16er. Und wieder ein Gegentor für Bayer in der Schlussphase. Ganz Nürnberg feiert, bis auf einen. Hans Meyer freut sich innerlich. Sind ja auch noch ein paar Sekunden zu spielen. Voronin, 91. Minute. Und dann Kießling. Nur Zentimeter fehlen, aber dann ist Schluss. 2. Pleite in Folge für Bayer. Nürnberg hat den Abwärtstrend gestoppt. Ja, so viele Spiele haben wir 5 nach 7 hast du immer Tor kassiert und dieses Mal haben wir das gemacht. Das ist ein großer Lob für unsere Mannschaft und einfach gut ab. Der 7. Dezember wird für Ernst Middendorp zum letzten Arbeitstag. Nach dem 1:6 Debakel in Dortmund trennt sich Arminia Bielefeld vom 49-jährigen Jahrhunderttrainer, der den Verein im Vorjahr noch so spektakulär vor dem Abstieg gerettet hatte. 38 Gegentreffer nach 16 Spieltagen bedeuten dennoch einen traurigen neuen Vereinsrekord. Die Arminen sehnen die Winterpause herbei. Gleiches gilt inzwischen für den FC Bayern München. Gegen den MSV Duisburg muss sich der Tabellenführer mit einem torlosen Remis zufrieden geben. Fürs Aufstellung ohne Überraschungen. Fernando Meira, wie angekündigt, rechts in der Mittelfeldraute. Robert Wittek. Clever gegen Osorio. Wittek. Patzer von Hildebrand. Ivan Zajenko. Die Führung für den 1. FC Nürnberg und die war überfällig, weil der VfB über 25 Minuten so schläfrig wirkte wie bei diesem Gegentor. Osorio ungestüm gegen Wittek. Meira passiv, lässt Wittek schießen. Und nach dem Hildebrand-Fehler schalten wieder 2 Nürnberger schneller als die Stuttgarter Abwehrspieler. In der Summe allemal Gesugversäumnisse für ein Gegentor, das dennoch klar auf die Kappe des Stuttgarter Torhüters geht. Das macht die Situation für ihn nicht leichter. Und die schöne Serie von über 400 Minuten ohne Gegentreffer ist auch dahin. Und dann wird's schnell. Schrot mit dem Ball. Ein Blick. Ein Pass und Zajenko umkurvt Oliver Kahn und bleibt ganz cool. Das verdiente 1:0 für den Club in der 13. Minute. Saisontor Nummer 6 für den Russen.
Früher Schock also für Ottmar Hitzfeld und seinen Assistenten Michael Henkel. Und so einfach ist es derzeit, gegen die Münchner Tore zu machen. Ein Pass in die Schnittstelle der aufgerückten Viererkette. Kahn versucht zu retten, bleibt dann aber stehen, um keinen Elfmeter zu riskieren. Und der Rest ist Formsache für Sajenko. Bevor der Anpfiff den geneigten Betrachter endgültig in den Sog der Saison 2007-2008 reißen kann, wird nochmal zurückgeblickt. Und das voller Respekt. Armin Fee irgendwie zur Symbolfigur geworden, jener frisch aufspielenden Meisterelf der Vorsaison, wird als Trainer des Jahres geehrt. Dann startet die Fußball-Bundesliga in ihrer 45. Spielzeit. Das Duell Meister gegen Vizemeister beschert einer Fußballnation gleich das, was sie in der Sommerpause wochenlang vermisst hatte. Όλα αυτά στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Μιντάλια το Μισίμοβιτς, έχει βγει πολύ μπροστά, κάνει το γύρισμα ο Γκαλίτσιος στο μπέρδεμα. Ο Σαένκο 1-1. Ο Σαένκο 1-1 στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου ισοφαρίζει. Βλέπετε το λεπτό των καθυστερήσεων που θα αρχίσουν σε λίγο, σε δευτερόλεπτα. Λάθος στην άμυνα της Λάρισας. Διπλό λάθος θα λέγαμε και ο Σαένκο που καραδοκούσε ισοφάρισε για την Ιρεμβέργη. Άλλη μια φορά βλέπετε εδώ η μπάλα θα περάσει στο Μισίμοβιτς. Τον αφήνουν να συνεχίσει η αμυντική της Λάρισας, περνάει και την παλιά του. Ο Γκαλίτσιος στέλνει πάνω στο Χαριστή, από εκεί πάει στο Σαένκο και αυτός δεν είχε πρόβλημα από πολύ ευνοϊκή θέση. Άλλη μια φορά ο Μιτάλ για το Μισίμοβιτς. Ο Μισίμοβιτς θα περάσει, θα γυρίσει. Ο Γκαλίτσιος κάνει λάθος στην απομάκρυνση και από τα πόδια του Χαριστέα στο Σαένκο για να σκοράρει. 1-1 λοιπόν στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, έχουμε μπει ήδη στις καθυστερήσεις. Atenção. Bola era para Kohler. Luís Felipe fica a saltitar e vai dar o golo. E vai dar o golo. E deu. E deu. É incrível. Isto é incrível. Sayenko. Deu todos os sinais. Vamos ver outra vez este lance. O Léo faz um passe, Luís Felipe não sei o que é que faz. É incrível. Ist für den BVB zudem die höchste Heimniederlage seit fast 7 Jahren. Von Weicheierfußball spricht beispielsweise Michael Zorc und liegt bei den unbeholfenen Aktionen seiner Spieler nicht allzu weit daneben.